Hallo miteinander, ich bin Hanna Oberpaleiter, bin lernende Polymechanikerin im zweiten Lehrjahr und heiße euch euer Hilti herzlich willkommen. Um euch unsere Ausbildungsprüfe näher zu bringen, nehme ich euch heute mit auf den Firmenrundgang. Heute handelt es sich um einen Prototyp vom Next Generation Akkubohrhammer. Eine neue Entwicklung erfordert immer Teamwork mit verschiedenen Spezialisten. Und da kommen wir Lernende mit unseren diversen Berufsbildern ins Spiel. So, jetzt aber genug geredet, jetzt geht's los. In diesem roten Koffer befindet sich das Anforderungsprofil und die Auftragsausschreibung für den neuen Hightech Next Generation Akkubohrhammer. Hoi Tobias. Hoi Hanna. Ich bringe dir noch Konstruktionsunterlagen für den neuen Prototyp. Das ist super, vielen Dank. Ich werde es mit meinem Team anschauen und dir dann Bescheid geben, wenn ich soweit bin. Perfekt, danke. Danke. Es geht um den neuen Projektauftrag für den Hilti Next Generation Akkubohrhammer. Das ist das Pflichtenheft. Ich habe es bereits mit unserem Auftraggeber angeschaut und die verschiedenen Faktoren bestimmt. Haben wir gewisse Vorschriften mit dem Gewicht? Das Gewicht ist natürlich sehr ein wichtiger Faktor, dass das Ganze ein Gerät wird, das man in der Hand heben tut. Das wäre unser Terminplan. Das Ziel wäre, dass wir bis in 3 Wochen mit dem Ganzen fertig sind. Ist denn schon klar, wann ungefähr der Marktstart sein sollte? Der Marktstart ist aktuell noch nicht klar, weil natürlich müssen auch noch andere Leute was daran machen, zum Beispiel der Physiklaborant, der noch Tests durchführen. Das ist der morphologische Kasten. Wir haben das Bauteil in die Einzelfunktionen unterteilt und auch schon bereits 3 Varianten entschieden. Wir haben jetzt das S-Diagramm mit unseren 3 Varianten ausgefüllt. Dabei haben wir eine ganz klare Siegervariante. Das wäre die grüne Variante, die ist sowohl wirtschaftlich, aber auch technisch mit Abstand die beste Variante. Milo, könntest du bitte selber am CAD aufkonstruieren? Ja, passt, mache ich gleich. Hoi Milo. Hallo Hanna. Bist du laut einer Lösung gefunden? Was machst denn du jetzt noch? Also ich müsste das Ganze jetzt noch auf dem 3D-CAD-Programm fertig aufmodellieren und dann das Modell auf dem 3D-Drucker ausdrucken und die Zeichnung auf dem normalen Drucker. Interessant. Sind wir fertig geworden? Ja, genau. Wir sind gerade jetzt in dem Moment fertig geworden. Das wäre die Zeichnung. Danke vielmals. Danke auch. Bevor ich gehe, hätte ich noch 2 Fragen an dich. Und zwar, warum machst du die Lehre bei der Hilti und was gefällt dir so besonders an deinem Beruf? Wieso ich die Lehre bei der Hilti mache, ist eigentlich ganz einfach. Die Hilti ist ein hervorragender Lehrbetrieb mit einem sehr guten Ruf. Und ich werde vor allem bei der BMS auch perfekt unterstützt. Was mir an meinem Beruf gefällt, ist vor allem das kreative Arbeiten. Man hat verschiedene Varianten, die man konstruieren muss. Und schlussendlich wird die Arbeit auch umgesetzt. Das heisst, man hat am Ende des Tages gleich auch ein fertiges Produkt zum Anschauen. Der nächste Prozessschritt ist die Herstellung des Prototyps anhand der Konstruktionsdaten. Wir sind hier in der Lehrwerkstatt der Polymechaniker, die uns das Werkstück anfertigen. Hoi Finja. Hoi Hanna. Ich habe hier noch die Unterlagen für die Herstellung des Prototyps. Was machst du jetzt? Ich überprüfe die Daten auf dieser Zeichnung und nachher mache ich ein 3D-Modell daraus. Und jetzt kann man nachher mit der Maschine nehmen und es dort dann nachher laufen. Danke. Bevor ich gehe, hätte ich auch noch 2 Fragen an die Wechselausbildung. Warum machst du Polymechanikerin und welche Vorteile bieten dir die in der Lehre? Polymech mache ich, weil mich mein Papa dazu gebracht hat, dass ich mal an den Mädchentechniktag in Hilti gehe und nachher dort an Polymech schnuppere. Weil mir es sogar gefallen hat, habe ich mich nachher beworben und noch die Lehrstelle bekommen. Ich habe einen recht nahen Arbeitsweg. Ich finde, es bietet mir schon mal etwas. Hilti zahlt ihr das Mittagessen. Das finde ich auch ein ganz guter Punkt. Sie unterstützen dich so das Begehr allem, was sehr viel hilft. Und, ja. Super, dann noch viel Spaß. Dankeschön. Tschüss. Ciao, Hanna. Jetzt sind wir für die verschiedenen Normatests hier im Testlabor der Physiklaboranten. Hoi Brian. Hoi Hanna. Wie ich sehe, ist das neue Bauteil vom Akkubohrhammer schon bei dir und bereitest du dir schon Tests vor? Genau, ja. Als erster Test würde ich schauen, ob das Material vom Bauteil auch der ISO-Normen entspricht. Danach würde ich 2 weitere Tests machen und die Oberfläche beschaffen halt vom Bauteil und einen Härtetest machen.
Jetzt haben wir alle Prüfungen vom Bauteil abgeschlossen. Ich würde gerne den Messbericht übergeben. Danke vielmals. Bevor ich gehe, noch zwei Fragen an dich. Und zwar, was sind Challenges im Beruf Physiklaborant und was gefällt dir besonders an Ausbildung erhielt? Die wissenschaftlichen und technischen Fächer beim Physiklaborant sind sehr komplex und haben viel Zusammenhänge. Deswegen denke ich, dass die eine Herausforderung sind, aber auch sehr interessant. Die Hilti finde ich einen guten Arbeitgeber. Ich denke, dass die Abteilungen sehr flexibel sind, man kann brutal viel machen und hat auch wirklich Einblick in die verschiedensten Themenbereiche. Super, danke vielmals. Bis bald. Bis bald, Hanna. Tschüss. Der nächste Prozessschritt ist die Planung für die Nullserie und anschließend Skalierung für unsere Produktionskapazität für unsere Serienfertigung. Das waren unsere Automatiker für uns. Hoi Carsten. Hoi Hanna. Alle Bauteile vom Next Generation Akkubohrhammer haben Normatest mit Bravour bestanden. Was sind deine Aufgaben? Was machst du als nächstes? Als erstes plane ich die Nullserie. Das heisst, ich schaue, was für eine Produktionslinie geeignet ist für die Nullserie und für eine anschließende Serienfertigung. Dann richten wir die Linie technisch um und schauen, dass der Produktionsausstoß erfüllt werden kann. Und in der Regel muss ich dazu auch die Anlagensteuerung neu programmieren. Interessant. Kannst du mir das an einem Beispiel zeigen? Ja, gerne. Ich zeige es euch an diesem Beispiel. Das ist unser Reaktionsspiel, das wir selber programmiert und zusammengebaut haben. Und das Ziel des Spielenden ist, dass er den Stab hebt, sobald er runterfällt. Meine Aufgabe als Automatiker ist, dass ich die Magnete oben drin so programmiere, dass sie entweder den Stab heben oder fallen lassen. Jetzt kann ich einen kleinen Test mit dir machen. Ich lasse jetzt einen Stab fallen. In 3, 2, 1. Gut gemacht. Auf dem Bildschirm siehst du jetzt noch das vereinfachte Programm, was wir für das Spiel programmiert haben. Und als nächstes werde ich mich jetzt am PC hocken und Programm schreiben für die Anlage, die dann unseren Next Generation Akkubohrhammer wird produzieren. Super, danke dir, Carsten. Jetzt habe ich nur noch für dich zwei Fragen. Und zwar, welche Vorteile bietet dir die Hilti als Lernender? Und was sind deine Zukunftspläne nach deiner Lehre? Also ich habe hier sehr vielfältige Lehre, wie zum Beispiel zu programmieren oder selber etwas aufbauen. Und im dritten und vierten Lehrjahr werde ich dann ins Werk aufgehen, also in Produktion. Und dort geht es dann vor allem um Fehlersuche und um die neuesten Technologien. Meine Zukunftspläne nach der Lehre sind, ich würde gerne studieren gehen, weil ich berufsbegleitend die BMS absolviere. Jetzt wird Zeit, sich mit Vermarktung auseinandersetzen. Und das passiert hier bei unseren KV-Lernenden. Hoi Melissa. Hoi Hanna. Hier ist noch das Marketing-Gruppenrezept für den neuen Akkubohrhammer. Was genau machen wir jetzt? Raphael, was meinst du? Sollen wir das Team zusammenholen für ein kleines Mindmap? Gute Idee. Ich denke, wir sollten uns einen zusätzlichen Input von unseren Marketing-Profis holen, damit auch sie ihre Ideen einbringen können. Ah ja, es ist eine gute Idee. Wie wäre es, wenn ich den Rod anfrage? Er ist aus Manchester, er kennt sich sehr gut aus mit Marketing. Es ist super, er kann uns sicher sehr gut weiterhelfen. Super, dann komme ich wieder, wenn ich ein paar Ideen gefunden habe. Perfekt, danke. Bis später. Ich begrüße euch alle herzlich zu unserem heutigen Team-Meeting. Wie ihr wisst, haben wir die Aufgabe über kurz und Marketingaktivitäten für unseren neuen Akkubohrhammer zu definieren. Ich würde vorschlagen, dass wir ein kleines Mindmap machen, um alle Ideen zu sammeln und dann nachher besprechen. Vera, könntest du vielleicht unsere Ideen aufschreiben? Ja, sehr. Danke vielmals. Und wir können dann Stichwörter sagen und eine kurze Erklärung dazu, dass man auch weiß, was man dazu meint. Ich denke, ein Produktvideo wäre sehr gut, weil ich denke, junge Leute schauen sich gerne Videos an. Oder verschiedene Posts auf unseren Social Media Kanälen. Es kommt sehr gut an. Was haltet ihr von einer speziellen Produktseite, wo wir unsere News immer wieder posten könnten? Ist schon eine gute Idee. What else should we organize? That sounds excellent. You have already gathered a lot of very effective communication tools that will improve the chances for success. Because, you know, today, construction customers are increasingly online and expect us to be also in that space. With this in mind, an additional channel that we can use are online marketplaces, where we can access a large number of new customers. That sounds very good. Thank you for taking time for us. Super, dann können wir jetzt anfangen.
Hoi Melissa, ich bin's wieder. Hoi Hanna. Haben ein paar Ideen gefunden? Ja, es sind ganz viele tolle Ideen zusammengekommen. Aber das Highlight ist sicher das Produktvideo. Ich freue mich auf euer Feedback. Danke vielmals. Jetzt noch an die zwei Fragen. Und zwar, was speziell gefällt dir an deiner Ausbildung und welche Werte werden dir während deiner Lehrzeit vermittelt? Speziell erhielt ist, dass ich während meiner Lehrzeit viele verschiedene Abteilungen besuchen darf. Erhielt die Werte ist Mut. Und weil ich momentan in der Finanzabteilung arbeite, brauche ich ganz viel Mut, um Benefits zu buchen, dass ja kein Mitarbeiter zu viel oder zu wenig Geld bekommt. Super, danke vielmals. Einen schönen Tag. Danke gleichfalls. Danke, tschüss. Ciao. Die letzten Prozessschritte sind die Logistik. Sie schauen, dass unser Produkt zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge, mit der richtigen Qualität bei unseren Kunden ankommt. Darum befinden wir uns gerade hier im Logistikcenter zu Nendla. Hoi Felix. Hoi Hanna. Wir sind heute hier bei dir, um Pick und Pack über die Schulter zu schauen. Dann bin ich mal gespannt. Ja, ich habe hier alle Lieferscheine zum heutigen Versand. Da stehen Angaben zum Kunden drauf, Lieferadresse, Bestellmenge und auch der Lagerplatz im Lager. Wir haben im Lager gut 14'000 Stellplätze. Die werden alle von unserem EDV-System automatisch vergeben. Wir persönlich kennen Stellplätze nicht, aber wenn wir im System die korrekte Artikelnummer eingeben, dann holt das automatisierte Logistiksystem Paletten aus dem Hochregallager. Tilti aufmerksam geworden bin ich durch einen Kollegen von meiner Mutter. Der hat gesagt, ich soll mal hier schnuppern kommen als Logistiker. Das hat mir sehr gut gefallen. Das Team Logistikcenter ist gut, der Arbeitsweg ist für mich kurz. Es ist ein guter Lehrbetrieb und es macht mir Spass. Interessiert? Lust auf mehr? Willst du Mitglied von unserem tollen Team werden? Dann würden wir uns sehr freuen, dich in einer Schnupperlehre persönlich kennenzulernen. Alle Infos findest du unter www.lehre.li. Thank you.